Hallo Leute, ja, da sind wir unterwegs, um zu schauen, wo hier das Problem liegt mit der Bahnlinie. Irgendwo passt da was nicht. Aber das werden wir nach dem Intro gleich klären, ne? Ich würde sagen, bis gleich. So, dann wollen wir mal schauen. Na, dieser Zug kann nicht weiterfahren, weil der Zug da im Weg ist. Dieser Zug fährt nicht weiter. Aber der könnte doch weiterfahren, oder? Warum fährt er nicht weiter? Weil der noch da drauf steht wahrscheinlich, ne? So wird's sein. Oh, ist das kompliziert jetzt gerade, ne? Ja, weil der Anhänger da noch drauf steht, schätze ich mal. Deswegen steht der da noch, ne? Und hier, wo will der lang? Ist die Frage, ne? Passiert nichts. Wenn ich den jetzt da raushole, dann passiert auch noch nichts, glaube, oder doch? Ah, weiß nicht, könnte man mal checken, oder? Wahrscheinlich fährt er jetzt gleich raus. Ach, wir sind noch in der Pause, alles klar. Jetzt fährt er da rum und wahrscheinlich klappt das aber. Ne, der fährt geradeaus, okay. Okay, vielleicht klappt es dadurch jetzt. Weil der fährt jetzt noch da durch. Ja, dann fährt der und dann fahren alle anderen auch. Okay, hat jetzt irgendwie geklappt, aber dieses Signal, das reiße ich mal besser wieder ab, weil das hatte ich ja jetzt nicht dahin gesetzt. Und das hier habe ich auch nochmal da nachträglich gesetzt. Das macht keinen Sinn, dass die da stehen, glaube. Okay, auf jeden Fall fahren sie wieder. Und ich hoffe, sie fahren auch so, dass es alles klappt, wie ich es mir vorstelle. Das geht auf jeden Fall auch. Er fährt weiter. Ja. Sieht erstmal so aus, als ob es hier funktioniert, ne? Gucken wir mal nach hier hinten. Wo waren wir stehen geblieben letztes Mal? Hier oben irgendwo bei diesem. Okay. Er fährt jetzt nicht da rein, weil da. Jetzt geht es hier wieder nicht weiter. Warte mal, gibt es ein Signal dann dahinter noch? So, jetzt kann der nämlich dann fahren. Ja, sieht so aus, als ob es jetzt da auch klappt. Dann fährt der nämlich wieder und dann geht es auch hier weiter. Ja, die Zugabstände sind jetzt nicht ideal, ne? Oder wie ist das? Hier stellt sich schon die Frage alleine, ob das hier sein muss. Ich glaube, das kann weg. Das machen wir weg. Das machen wir weg. Das machen wir weg. Das muss so sein. Ja. Ich glaube, jetzt geht es einigermaßen, oder? Jetzt fährt er bis dahin vor. Und ich hoffe, die fahren alle weiter. Also hier ist ein ganz großes Chaos auch, ne, oder? Aber erstmal funktioniert es jetzt gerade. Ja, müssen wir mal schauen, wie lange das noch funktioniert. Ne? Der hat zum Glück schon geladen, der lädt auch, dann passt das alles. Hier stehen sie jetzt. Hier hat es wieder nicht geklappt, oder was? Warum fährt er denn jetzt nicht da rein? Warum fährt er da jetzt nicht rein? Morgenteich Nord. Mellerichstadt 5. Was ist mit diesem Zug los? Laden. Kann er doch, oder? Wo ist jetzt hier das Problem, ey? Warum fährt er da jetzt nicht rein? Holz hat er. Holz wird hier geladen und so weiter und so fort. Das passt eigentlich. Also ich verstehe es jetzt hier nicht. Warum er da nicht weiterfährt. Kann er zurückfahren? Wende.
Er wendet nochmal. Fahrzeug unrentabel? Nee, das ist es nicht. Warum ist dieses Signal auf Rot und wird nicht grün? Das ist hier die Frage. Weil er sich selber im Weg steht? Nee, ne, oder? Das wäre der Hammer, ne? Wenn er sich selber im Weg steht. Wo machen wir jetzt weg? Ich glaube, wir machen mal das Signal weg, dann fährt er erstmal weiter. Ach so, Tante Mimi hatte mir geschrieben, ne? Dass ich da hier doch noch probieren sollte, die Weiche vielleicht hinzukriegen, ne? Warte mal, das war dieses hier, ne, oder? Oh, 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 jetzt wird's ernst. Ah, der fährt aber zum Glück rein. Weil der hier ja auch immer sagt, ich muss zwei freie haben. Dann sieht das erstmal gut aus. Vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht, das Signal hier. Aber welche Weiche war das? Das müsste diese doch gewesen sein, dass man das dann da hinkriegt, ne? Ja, lass den Zug da erst wegfahren und dann gucken wir nochmal. Kommt schon der nächste. Der fährt aber rein, das ist schon mal gut. So ist es, oder? So ist es doch jetzt richtig. Jetzt hat es doch geklappt, oder? Das würde bedeuten, ich kann dieses hier gleich wegschneiden. Es hat dann doch mal geklappt. Tante Mimi hatte also recht. Sehr gut. So, und dieser muss da raus. Der da, der. Ja, jetzt sieht das gut aus. Und der steht jetzt mitten im Weg dann. Oder? Ne, er fährt sogar durch. Jetzt lassen nach links fahren. Dann weiß ich auch, dass das funktioniert. Macht es auch. Sehr gut. Aber dieses Signal würde ich jetzt tatsächlich noch ein bisschen weiter vorstellen, damit nicht irgendwo der da stehen bleibt. So, und dann kann das da weggerissen werden, weil dann sind die ein bisschen weiter vorgefahren. Das ist, glaube ich, ganz brauchbar da, ne? Er fährt durch, das ist gut, er hält da an. Hier ist ein falsches Signal, glaube ich, oder? Weil das ist ein Vorsignal. Haben wir eben erst da hingebaut, falsch hingebaut, ne? Hier müsste das sozusagen sein. Oh Mann, aber dieses Signal, das kann jetzt hier auch mal entfernt werden, glaube. Und muss das hier, das braucht auch nicht sein, das kann auch weg. Der steht nämlich jetzt da hinten so doof, weil er jetzt wartet, dass hier ein Dingens frei wird. Das Gleis frei wird. Also dieses Signal kann sie schon mal knicken hier, das ist, bringt nichts. Weg damit. Der dampft da jetzt hoch. Und das ist hier okay, dass er da ankommt. Ja, das reicht erstmal. Das ist erstmal gut. Sieht so aus, als ob das jetzt hier funktionieren könnte, ne? Macht erstmal einen guten Eindruck. Der fährt da rein und holt. Der ist vollgeladen. Das sieht erstmal alles ganz gut jetzt hier aus. Außer hier, ne? Aber doch, der fährt da auch rein. Hier. Dieses Signal muss getauscht werden gegen so ein doppeltes. Glaube ich. Weil dann wartet er nämlich hier, bis diese Strecke frei ist und dann fährt er erst da rein. Nicht, dass er bis dahin fährt, dann hätten wir nämlich ein Problem, glaube ich. Da hält er an, bis das, ja. Es ist sehr spannend hier und es wird das nicht das letzte Mal sein, dass wir hier was machen müssen, denke ich. So, und dieser Bahnhof ist ja genau der gleiche, was wir hatten schon, ne? Auch falsch angelegt, auch zu kurz. Das wollen wir auch umbauen, ne, oder? Gefräß Abzweig.
Das sind drei Bahnhöfe nebeneinander, ne? Und dieser Bahnhof hat logistisch auch Verbindung nach dahin. Gefräß Nebengleis ist das. Oh oh. Gefräß 1 gewesen. Das wird schwer, glaube ich, das alles umzuändern. Aber im Prinzip macht es nur Sinn, das umzuändern. So. Ja, möchte ich auch abreißen. Möchte ich auch abreißen. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier ein neues Bahnhofsgebäude haben. Station. Güterbahnhof. Drei Gleise und länger. So, oder? Gehen noch vier Gleise. Vier Gleise gehen auch. Aber dann wird es schwierig mit dem Reinfahren. Ne, lass mal drei. Es waren ja auch nur drei da. Machen wir so, oder? So, der will jetzt da irgendwo hin wahrscheinlich. Schwierig jetzt, aber das kriegen wir auch noch hin. Erstmal noch abreißen. Hier weg, 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 weg. So. Gleis. Geradeaus. Okay. Das wäre schon mal gut, ne? So würde das richtig sein. Und so würde das richtig sein. Das bedeutet auch, dass das... Ne, nochmal da. Auch dahin gehen muss. Gut, passt. Kann man das ein bisschen einkürzen. Ja, kann man, aber okay, wir kürzen ein drittes Gleis ein. Die sind nicht verbunden irgendwie, glaube. Irgendwie sieht das gerade nicht so gut aus. Mach das mal weg. Mach mal das. Das ist die Frage. Wenn ich das hier gerade ziehe und dann erstmal mit dem da verbinde. Ne. Ne. Jetzt passt das. Ja, und der. Ich nicht hin so. Nee. Geht. Passt soweit. So, jetzt ist nur die Frage, wo die alle hinwollen, ne? Der möchte nach Fries Nordbahnhof. Das heißt, bearbeiten. Halt hinzufügen, dieser. Und es war entladen. Und dieser hier kann in die Tonne. Und okay. Er muss jetzt drehen. Auftrag überspringen. Kann er zurückfahren? Sieht nicht so aus. Wenden kann er auch nicht.
Kann er nicht. Das heißt, wir müssen den ins Depot schicken. Wo ist jetzt das Depot da? Das kann kein Zöhn, also abschleppen. So, das bedeutet dahin. Und dann kannst du ihn gleich wieder losfahren lassen, ne? Dann müsste er ja hier hinfinden. Und das sieht schon jetzt spannend aus hier mit der Fahrbahn, ne? Mit dem Fahrweg. Hier die Straße und mein Dingens, der ist da jetzt im Weg, ne? Ganz klar. Jetzt müsste man nur gucken, dass man das hier irgendwo hinkriegt, dass der dann da lang fahren kann, ne? Das sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus, so, oder? Ich weiß nur nicht, ob das jetzt hier funktioniert. Ich glaube nicht, ne? Warte mal, dann müsste das ja so funktionieren, oder? Ja, das können wir so lassen dann. So, der fährt erstmal raus, das ist schon mal gut. Ja, wir sind schon auf einem guten Weg, denke ich. Erstmal sieht es gut aus, oder? So, irgendwer wird jetzt gleich sagen, ich habe keinen Weg mehr, oder? So, jetzt müsste man hier natürlich noch zweispurig weiter haben. Kriegt man das auch noch hin? Also hier ist noch Gefräß 1, da muss es noch eine Linie geben, ne? Ich habe mich verirrt. Bearbeiten. Halt hinzufügen. Diesen Halt. Und entladen. Und den löschen. Und okay, dann heißt, ich bin nicht verirrt. Jetzt müsste der da hinfinden. Ich weiß nicht, wo er stand. Ich will hoffen, er findet dahin. Und die beiden Grauen sind weg. Das heißt, es ist erstmal alles gut. So, jetzt müssen wir nur weiter gucken. Mit der Signal. Erstmal will ich hier noch schauen, dass wir das irgendwie noch hinkriegen. Hier funktioniert es nämlich noch nicht so ganz, ne? So wäre schon mal nicht schlecht auf der einen Seite, ne? Auf der anderen Seite, wenn ich den jetzt hier so hinmache, ne? Und dann da reinknicken kann, ne? Das wäre auch cool, oder? Dann würde das schon mal gehen. Dann haben wir hier zweispurig. Boah, ist wieder so ein Bahnhof, den keiner braucht, oder? Signal. Vorsignal machen wir hier hin. Das da kann weg. Braucht dann keiner mehr. Hier ist Vorsignal schon mal richtig. Jetzt ist der ja weg, jetzt kann der fahren, okay? Nee. Da muss wieder ein einfaches Signal sein, hier, damit wir das verkürzen alles, oder? Genau. Und hier müssen wir jetzt so ein Einfahrtsignal machen. Und das Vorsignal muss andersrum raus. Ah, knapp daneben ist auch vorbei, ne? Wo sind die Signale? So, jetzt ist das schon mal nicht schlecht, oder? Glaube ich. Ja, der fährt jetzt durch. Ich glaube, wir machen hier noch ein Signal mehr rein, damit das größer unterteilt ist. So, und sonst Signale gehen hier nirgendwo hin, ne? Hier geht keine Signale zwischen, deswegen funktioniert das ja auch nicht, ne? Vorsignal hier irgendwo. Mag er nicht.
Das kann weg, dann kann er ein Stück vorfahren. Der fährt aber nicht vor, weil er da ein Problem hat. Ich habe mich verirrt, einseitiges Signal im Weg. Habe ich das einseitige Signal irgendwie falsch? Jetzt fährt er schon mal. Mach das mal gerade so. Ich glaube, die stehen an der falschen Stelle. So. So ist richtig. Jetzt passt's. So, das sieht jetzt gut aus, oder? Hoffe ich. Fährt erstmal. Die fahren alle, glaube ich. Hier ist jetzt ein bisschen knapp, aber das liegt daran, dass die da eben nicht gefahren sind, würde ich sagen, oder? Sonst sieht das erstmal ganz gut aus. Hier ist, glaube ich, wieder ein falsches Signal, ne? Auf der Strecke muss so eins stehen. Und das zweite kann weg. Das war nämlich falsch mit dem Vorsignal. Hier macht es wieder Sinn mit dem Vorsignal, glaube ich. Ja, das müssen wir nochmal gleich. Ja, gleich ist gut. Ich denke, wir machen das in der nächsten Folge nochmal hier die Signalwirtschaft kontrollieren. Es rollt erstmal. Das ist schon mal gut, würde ich sagen, ne? Gut, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.